Hallo, ich bin Carsten bei Wuppertal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Nachdem ja gestern schon super Wanderwetter war, sieht es heute zum Glück nicht anders aus. Nur gestern konnte ich mich nicht losmachen, weil ich brauchte unbedingt neue Schuhe. Meine alten Salomon sind leider nicht mehr wasserdicht und ja, das ist auch gut so, weil das erste Stück der heutigen Tour ging dann auch schon über eine feuchte Wiese. Und da hätte ich dann jetzt schon wieder richtig nasse Füße. Ich habe mir heute, da die Schuhe ja wie gesagt noch neu sind, eine relativ kurze Tour ausgesucht. Zwar, wie gesagt, bin ich in der Gegend von Wuppertal, also im Bergischen Land unterwegs. Und das erste Ziel oder das Ziel wird dann heute sein, die Ronsdorfer Talsperre. Ich war hier auch noch nicht und bin mal gespannt, was ich hier zu sehen kriege. Und wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich ein Stückchen. Ja, okay, könnte ich glatt eine VA für mein eigenes Giveaway machen. Ja, die Strecke, die ich mir für heute rausgesucht habe, ist so von der Streckenführung her und von der Landschaft her schon ganz schön. Nur leider, kann man gar nicht glauben, was hier auf dem Sonntag bei schönem Wetter los ist. Wird schon schwierig, mal in Ruhe in die Kamera zu sprechen. Aber soll mich heute nicht stören. Ziel ist es ja heute, die neuen Schuhe auszuprobieren. Schauen wir mal. Ja, und da haben wir den Tintenschopfling. Ja, und hier haben wir so
einige von denen. Überall stehen hier überreife Tintenschopflinge rum. Ja, bis vor kurzem kannte ich die auch noch nicht. Essbarer Pilz, aber auch nur, solange er noch nicht sich selber auflöst und in dicker schwarzer Tinte zu Boden tropft. So schön es an der Talsperre auch war, so froh bin ich aber auch, jetzt wieder von der Talsperre weiter weg zu sein, weil das war schon recht überlaufen da. Ich meine, klar, es ist super schönes Wanderwetter. Wer bei so einem Wetter nicht rausgeht, der ist selber schuld. Aber jetzt bin ich hier wieder in einem netten, ruhigen Wäldchen auf dem Weg zurück zum Auto. Ich werde mir jetzt mal langsam noch eine Stelle suchen zum Pause machen, beziehungsweise möchte ich ganz gerne auch noch eine VA drehen für den Hirs. Naja, wollen wir hoffen, dass ich noch eine passende Stelle finde. Ansonsten laufe ich durch. Und da am Parkplatz, wo mein Auto steht, da stehen noch so einige Bänke rum. Dann schaue ich halt, dass ich da die VA mache. Gucken wir mal, wie es kommt.
So, wieder alles sauber. Dann kann es ja weitergehen. Jetzt bin ich gleich wieder am Auto zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine schöne, kleine, kurze Tour. Mal so richtig eigentlich zum Schuh einlaufen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.